Willkommen zurück zur fast letzten Vorlesung von Rust. Wir müssen den Plan ein bisschen umschmeißen. Und zwar haben wir, also Jonas und ich, haben geredet und wir haben gesagt, Jonas kriegt einfach die ganze Mittwochvorlesung, dann hat er keinen Stress, dass er irgendwie in einer Dreiviertelstunde durch sein muss. Dann hat er ein bisschen Zeit da. Das heißt, ich werde jetzt das, was ich am Mittwoch geplant habe, am Montag doch machen. Das heißt, am Montag werde ich erst ein bisschen Kram zeigen, einfach wie man irgendwie mit GUI ein bisschen arbeitet oder mit Serialisierung, ein paar Beispiele im Code und dann dieser ganze Rust-Community-Kram und außerdem noch Open Source und solche Sachen, was ich schon angekündigt habe. Aber das werde ich das am Montag machen. Ich werde am Montag bestimmt nicht die ganze Zeit brauchen, das heißt, am Montag könnt ihr trotzdem nach der Vorlesung gerne hier noch rumsitzen und dann werde ich hier auch rumsitzen und Fragen stellen zum Projekt. Ja, aber am Montag erstmal Vorlesung, mindestens eine halbe Stunde, vielleicht, also wahrscheinlich ein bisschen länger. Werden wir mal sehen. Auf jeden Fall wird sich das ein bisschen einschaukeln. Dann hat Jonas den ganzen Mittwoch frei, mehr Zeit. Dann wollte ich noch irgendwas sagen. Ich glaube nicht. Aber das werde ich auch nochmal alles auf Piazza schreiben. Sicher, sicher. Gut, dann seht ihr, es geht heute um Performance und Effizienz. Es kommen so langsam, also es ist langsam, wir hatten schon viele spannende Themen, aber jetzt kommen nochmal richtig spannende Themen. Und zwar hoffentlich mit einigen Sachen, die ihr alle noch nicht kanntet. Das sind so, ja, ist Wissen, das irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und wird nicht wirklich vermittelt oft. Und man hat irgendwie von Performance und Effizienz, von Geschwindigkeit, von Computerprogramm, hat man komplett falsche Vorstellungen. Also wer sich da nicht selber mal informiert hat, der wird sehr wahrscheinlich sehr überrascht sein von den Dingen, die ich heute erzählen werde, weil man da eigentlich eine komplett falsche Vorstellung hat. Ja, also fangen wir mal an. Die Frage, die man sich erstmal stellt, ist, warum wollen wir überhaupt auf Performance optimieren? Also ich meine, ihr habt euch schon für Rust entschieden, das heißt, entweder wollt ihr etwas Schnelles schreiben oder ihr mögt die Sprache nur aus anderen Gründen, was natürlich auch sein kann, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht niedrig, dass ihr auch schnelle Programme schreiben wollt. Und daher stellt sich erstmal die Frage, warum wollen wir uns nicht um Optimierung kümmern? Und da gibt es viele Antworten. Irgendwie kann man sagen, Computer werden sowieso immer schneller. Also, ist irgendwas unklar? Okay. Ich bekomme nur leicht Angst. Also, warum wollen wir keine Optimierung machen? Also, Computer werden irgendwie sowieso exponentiell schneller. Wir brauchen uns darum gar nicht zu kümmern. Die Programme, was wir heute optimieren, das ist morgen sowieso schon viel schneller, weil CPUs morgen schon direkt schneller sind und wir müssen eigentlich gar nichts machen. Also warum Zeit rein investieren? Dasselbe Argument wird nur anders formuliert, indem man sagt, CPUs sind günstiger als Menschen. Ja, statt dass ich mir einen Programmierer einkaufe, der optimieren kann, kaufe ich mir lieber noch einen zweiten Server. Was soll's? Also kann man auch irgendwie machen, ist günstiger meistens. Das ist auch ein Argument, was auf jeden Fall richtig ist. Und dann gibt es noch das Argument, was insbesondere oft aus einigen Sprachcommunities kommt, der Flaschenhals ist sowieso I/O. Das heißt, wir haben in unserem Programm irgendwie, das kann langsam sein, denn das, was wirklich, das eigentlich langsame ist, was mein Programm zurückhält, ist die Interaktion mit anderen Sachen, also I/O, in/out. Zum Beispiel mit einer Datenbank sprechen, Dateien lesen oder Sachen übers Netzwerk verschicken. Alle solche Sachen, die man vielleicht als Webserver für eine Website oft machen muss. Und da sagen viele Leute dann einfach, okay, ich muss sowieso so viel I/O machen, ob ich dann, während ich auf das I/O warte, noch langsamer andere Dinge ausrechne, das ist mir dann auch egal. Zum Beispiel Rails verfolgt so eine Philosophie. Also mit diesen guten Argumenten gegen Optimierung fragen wir uns vielleicht, warum wir eigentlich optimieren möchten. Und da gibt es ein bekanntes Zitat von Nicholas Wirth: Software is getting slower more rapidly than hardware becomes faster. Und das hat er schon vor einigen Jahren gesagt. Er sagt einfach nur, dass wir es schaffen, die Software immer schneller, langsamer zu machen, als die Computer schneller werden. Ja, und ich meine, wir kennen auch heute irgendwie Programme, wo die nicht ganz ohne Ruckeln laufen. Jeder hat von uns wahrscheinlich ein Handy oder sowas und immer kriegen wir irgendwelche Lags, auch auf dem Computer. Irgendwie hakt was und dann ist etwas zu langsam. Also der Beweis ist eigentlich schon da. Es sind noch nicht alle Programme so, wie wir sie haben wollen. Also man kann noch optimieren. Genau, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, die dann. Und das ist die zweite wichtige Sache, ja, das ist ein Screenshot. Irgendwie Batterien. Wir wollen Batterien und Strom sparen.
Das ist echt nur ein Screenshot, keine Sorge. Also, das ist nochmal ganz wichtig, denn es geht nicht nur darum, dass wir schneller laufen wollen, sondern auch manchmal mit weniger Energie. Das ist auch so eine Sache, als Mensch stellt man sich vor, um Energie zu sparen, läuft man langsam. Aber beim Computer ist es genau andersrum. Ja? Beim Computer gibt es dieses Prinzip Race to Sleep. Also wir wollen unsere Arbeit so schnell wie möglich erledigen, damit der Prozessor dann schlafen kann. Stromsparen geht bei Prozessoren nämlich hauptsächlich über Schlafen. Also die gehen in einen Ruhezustand, wo sie viel weniger Strom verbrauchen. Und auf diesen Ruhezustand aufgeweckt zu werden, kostet ein bisschen Zeit. Deswegen kann der Prozessor nicht immer in den Ruhezustand schalten. Am besten ist es so, wir erledigen all unsere Arbeit in der Millisekunde gerade und dann können wir den Rest der Millisekunde schlafen. So sparen wir Strom. Es gibt noch einen anderen interessanten Anwendungsfall. Es gibt einen Menschen, der bei Facebook arbeitet, den werden wir auch gleich später nochmal sehen. Und der ist dafür zuständig, PHP zu optimieren. Also vielleicht wisst ihr das, Facebook wurde in PHP programmiert und das wird immer noch in PHP programmiert und PHP ist jetzt nicht so die schnellste Sprache. Es ist einfach nur so eine Sprache, die dahin gehackt wurde. Und das Problem ist jetzt, Facebook hat viele Server und viele Server kümmern sich darum, dass dieses PHP ausgeführt wird. Facebook möchte ein bisschen Strom sparen, also wurde so ein Team von Experten zusammengestellt, die einen alternativen PHP-Compiler schreiben sollen, beziehungsweise einen Just-in-Time-Compiler, auf jeden Fall etwas, was PHP irgendwie ausführt. Und zwar bitte schneller als das, was man sich runterladen kann von der PHP-Website. Ja, und dieser Mensch sagt, wenn die auch nur irgendwie einen Bruchteil eines Prozentes einsparen an Performance in der Ausführung der PHP-Skripte von Facebook, dann hat er direkt irgendwie das in Stromkosten das Gehalt von einigen Mitarbeitern rausbekommen. Also das lohnt sich wirklich, was er macht. Nur durch 1% kriegt man durch Stromkosten die Kosten für mehrere Mitarbeiter raus. Das ist schon ganz in Ordnung. So verdient man auf jeden Fall sein Geld und weiß, dass man was geschafft hat. Den werden wir später nochmal sehen. Eine andere Sache ist, CPUs werden ja immer schneller. Computer werden sowieso immer schneller. Warum kümmern wir uns darum? Das ist ein recht aktuelles Topmodell. Hier mal Maße von dem schönen Chip. Das ist ein CPU. Ja, Xeon ist immer schon, also fast immer ziemlich gut und E7 nett. Also diese CPU kostet viel Geld. Das würde man vielleicht nicht für den Heim-PC ausgeben, aber das ist so, zumindest vor einem halben Jahr war das irgendwie das Beste, was man so kriegen kann, mit eines der besten Sachen. Der hat 10 Kerne tatsächlich, nicht nur 4, wie unsere schlechten Heimat-PCs. Der hat 10 Kerne und der läuft auf 3,2 GHz, beziehungsweise kann bis auf 3,7 GHz hochtakten, wenn er im Turbo-Modus ist. Das ist eine 22 Nanometer Fertigung, das heißt, die Transistoren sind nur noch 22 Nanometer groß. Das ist klein. Aber inzwischen sind wir bei 22 Nanometer angekommen. Wenn man sich aber angeguckt hat, wie die Fertigungstechniken sinken, also da, ich kann mich gar nicht mehr genau an die Zahlen erinnern, aber es wird nicht mehr so schnell sinken, ja, könnt ihr euch vorstellen. 22 Nanometer schon extrem nah und man sagt immer so, ja, das sind irgendwie einige Stellen vom CPU, sind so 3 Silikonatome breit. Irgendwie, Silikonatome breit, das heißt irgendwie, da können wir nicht mehr viel sparen, wenn wir nur noch Sachen haben, die 3 Atome breit sind. Ich habe noch mal eine andere Art der Rechnung mitgebracht, um uns zu veranschaulichen, dass man nicht mehr so viel rausholen kann physikalisch. Und so habe ich da schon die Maße annotiert. Was fällt euch denn ein, wie man die Maße verrechnen könnte? Mit was für einer anderen interessanten Konstante? Und da guckt euch mal Gigahertz an und die Maße. Wie können wir da jetzt eine Formel hinschreiben oder eine Gleichung, die beides enthält? Ja? Vielleicht eine Wärmeentwicklung oder so. Auch eine gute Idee, das meinte ich jetzt aber gerade tatsächlich nicht. Nein. Also wir haben irgendwie Weg auf der einen Seite und 1 durch Sekunde auf der anderen. Ja, mit der Lichtgeschwindigkeit, dass wir Probleme kriegen, genau, dass das Signal von der einen Seite zur anderen Seite wandert. Also Strom bewegt sich ja quasi mit Lichtgeschwindigkeit und wenn wir das durch die Gigahertz teilen, dann kommen wir irgendwie auf 81 mm. Das ist jetzt nicht mehr so viel mehr. Ne? Und irgendwie diese Wege im Prozessor sind auch nicht gerade. Die sind so verschlungen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht eine schlechte Art, sich das vorzustellen und ich denke, das ist nicht das erste physikalische Limit, an dem man kratzen wird. Das kommt noch später, aber trotzdem finde ich das ganz interessant, sich das mal vor Augen zu führen,
dass man tatsächlich da irgendwie auch nicht mehr so viel Platz hat. Das kann man sich zumindest ziemlich gut vorstellen. Licht kann jetzt halt nicht viel weiter sich bewegen in der Zeit. Ja, also ich hoffe, das reicht vielleicht als Motivation so ein bisschen, und ich denke, die meiste Motivation kommt sowieso von den heimischen Handys oder PCs und da den ganzen Anwendungen, die immer haken und die nicht schnell genug sind. Also ich möchte zumindest immer alles schneller haben. Wir werden das in drei Teile teilen, und zwar werden wir erstmal die Begriffe klären, ein paar wichtige Begriffe, und das richtige Mindset finden, wie wir vorgehen wollen bei Optimierung. Das ist ganz wichtig, denn Optimierung, da gehen sehr viele Leute falsch ran. Danach gucken wir uns die CPU an, denn wir wollen einfach verstehen, wie das funktioniert. Das ist der wichtigste Punkt, um schnelle Programme zu schreiben. Wir möchten verstehen, wie die CPU funktioniert und dann auch, wie der Compiler funktioniert, zusammen mit Programmiersprachen. Dann werden wir nochmal ganz explizit sehen, warum andere Programmiersprachen langsamer sind. Erstmal die Vorwarnung: Wir werden es nicht schaffen, dass ihr hier rausgeht und jedes Programm, was ihr in die Hand bekommt, direkt optimieren könnt. Wohl kaum, leider. Optimierung ist ein riesiges Thema, und bis man da wirklich gut drin wird, vergeht einiges an Zeit. Und ich werde auch nicht mal sehr, sehr konkrete Tools vorstellen, wie ihr Dinge tut. Das ist einfach, das sprengt leider den Rahmen. Wichtig ist erstmal, dass ihr so grundsätzlich versteht, was langsam läuft und was schnell läuft und worauf man achten muss und worauf nicht. Die konkrete Optimierung, darum kann man sich später noch kümmern. Okay, also fangen wir mal an. Langweilig, so klingt das zumindest, dieses Kapitel, aber das ist wichtig, dass wir das einmal besprechen. Und zwar gibt es zwei Begriffe, die komplett unabhängig voneinander sind. Das ist einmal die Effizienz und einmal die Leistung oder Performance. Mit Effizienz, da beschreiben wir etwas, oder wir möchten möglichst wenig Arbeit tun, um eine Lösung zu finden. Also wir in der Informatik möchten ja immer, haben eine Problemstellung und möchten dafür eine Lösung finden. Wir sollen die kürzeste Route finden, und das sollen wir dann eben programmieren. Oder wir sollen, weiß nicht, irgendwie was Schönes auf dem Bildschirm zeichnen. Effizienz kümmert sich erstmal darum, dass wir möglichst wenig Arbeit dafür ausführen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir irgendwie nicht zu viel Arbeit machen, die gar nicht notwendig ist. Leistung auf der anderen Seite ist irgendwie, dass wir die Arbeit, die wir machen müssen, dass wir die auf möglichst wenig Zeit aufteilen. Das heißt, wir haben irgendwie unseren Algorithmus entworfen und wissen, wir müssen diese Arbeit erledigen, da kommen wir nicht drum rum. Die möchten wir jetzt aber möglichst schnell erledigen. Und ein anderer bekannter Mensch, Chandler Carruth, hat folgende Analogie gebracht. Wir wollen bei der Performance-Optimierung darauf achten, dass jedes Lämpchen auf der CPU glüht. Ja, also die CPU ist irgendwie sehr komplex. Was wir möchten, ist, dass alle Teile der CPU arbeiten. Denn so schaffen wir es, die Arbeit, die erledigt werden muss, möglichst schnell dadurch zu pumpen. Also wir haben das immer im Kopf, jedes Lämpchen soll glühen, wenn wir das machen. Also wie gesagt, das ist von Chandler Carruth. Und wenn wir jetzt daran gehen an so ein Programm, dann haben wir mehrere Schritte, die wir durchgehen müssen. Und zwar steht ganz oben, und das ist das ganz Wichtige, der Algorithmenentwurf. Das heißt, wenn wir irgendwie was programmieren wollen, wollen wir erstmal nur den Algorithmus entwerfen, und da achten wir auf die asymptotische Laufzeit. Also wirklich das, was wir in Informatik A oder D lernen, darauf achten wir dann, und das ist natürlich dann die Effizienz. Ja, wir möchten möglichst wenig Arbeit machen für das, was wir erledigen wollen. Das ist erstmal ganz wichtig, und das steht ganz oben, und das reicht auch meist schon aus. Erst danach kümmert man sich um andere Dinge. Insbesondere ist es auch am schwierigsten, den Algorithmen, also den Hauptalgorithmus nochmal umzuwerfen. Das erfordert den meisten Aufwand. Das heißt, wenn wir einmal uns für einen Algorithmus entschieden haben oder für Datenstrukturen und am Ende merken wir, okay, das geht nicht, weil die asymptotische Laufzeit da irgendwie schlecht ist, das nochmal umzuwerfen, das führt meist dazu, dass man das ganze Programm nochmal umwerfen muss. Also das ist wirklich das Wichtige hier. Danach kümmert man sich zum Beispiel darum, dass man die Effizienz weiter verbessert, aber nur noch um konstante Faktoren. Das heißt, man guckt irgendwie auf seinen Quellcode wirklich und nicht auf den abstrakten Algorithmus, sondern guckt auf seinen Quellcode und denkt, okay, hier mache ich Sachen doppelt, die müssen eigentlich gar nicht sein, hier lese ich eigentlich zu viel von der Datei ein, solche Sachen. Also da wollen wir weiter den Aufwand verringern. Das macht an der Laufzeit aber nur noch konstante Faktoren aus. Wohl nur noch ist auch ein falscher Ausdruck. In diesem Kapitel geht es hauptsächlich um konstante Faktoren natürlich. Und dann möchten wir im letzten Schritt, oder diese Schritte wechseln sich teilweise ein bisschen ab, aber man würde sagen, Leistungsverbessern ist noch auf einem unteren Level, denn um die Leistung zu verbessern, muss man wirklich verstehen, wie der Prozessor funktioniert, wie ich da alle Lampen zum Glühen bringen kann. Ja?
Und das teilt man in so zwei Bereiche ein. Dann machen wir die Makrooptimierung, die ist sehr weit oben, schaut das ganze Programm an und kümmert sich meist um asymptotische Laufzeiten oder sonst was. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Mikrooptimierung. Und gerade die Mikrooptimierung, da geht es darum, dass man sich kleine Teile anguckt und hochoptimiert irgendwie so Sachen, wo man viel Zeit und wenig Code reinsteckt. Und wichtig nochmal hier, wir kümmern uns erst um die Makrooptimierung und erst danach um die Mikrooptimierung, das ist das Wichtige. Dann gibt es noch ein anderes bekanntes Zitat von Donald Knuth. Ich hoffe, den kennen wenigstens einige. Premature Optimization is the root of all evil. Das ist ein sehr bekanntes Zitat. Wird teilweise immer in falschen Kontexten verwendet, aber was er damit meint, ist Folgendes. Wir wollen nicht immer überall optimieren. Das ist komplett der falsche Ansatz. Wir fragen uns, wann und wo wollen wir optimieren? Und Knuth hat gesagt oder hat herausgefunden, von so durchschnittlichen Programmen ist maximal 3% des Codes überhaupt hot. Also der ist heiß, das heißt, der wird oft durchlaufen. Der ganze andere Code wird nicht oft durchlaufen und da ist es egal, ob wir noch ein paar mehr Millisekunden dafür bringen oder nicht. Denn der wird vielleicht nur einmal durchlaufen oder zweimal. Oder selbst bei einem Spiel, ein Code, der nur einmal jeden Frame durchlaufen wird, ist noch nicht so kritisch. Kritisch ist der Code, der in den inneren Schleifen ist. In den inneren Schleifen, der wird irgendwie millionenmal durchlaufen pro Sekunde, den müssen wir optimieren. Und das ist irgendwie maximal 3%. Das ist wichtig erstmal zu begreifen, dass nur so wenig kritisch ist und optimierungswürdig. Außerdem kann man natürlich sagen, dass viele Programme überhaupt nicht von Optimierung profitieren. Man könnte sagen, okay, Word, da muss ich jetzt halt nur tippen, da muss ich jetzt keine Route berechnen oder sonst was. Da brauche ich jetzt gar nicht so viel zu optimieren. Das hängt natürlich so immer von der Person ab. Ich, wie gesagt, möchte alles schneller haben und selbst wenn ich mit PowerPoint arbeite und da schnell irgendwelche Sachen mache, er hakt manchmal. Obwohl ich habe einen recht teuren PC hier, PowerPoint halbwegs die neueste Version und trotzdem hakt er. Und sowas regt mich persönlich dann immer auf. Ich finde das nicht in Ordnung, wenn der Computer irgendwie mich verzögert. Das darf nicht sein. Aber natürlich kann man sich überlegen, manche Programme sind eher wichtiger zu optimieren, andere nicht so sehr. Das ist ziemlich klar. Und das führt nochmal dazu, ja, erstmal wollen wir Optimierung komplett ignorieren und insbesondere Mikrooptimierung komplett außen vor lassen. Wir möchten nicht irgendwie schon uns einzelne Teile des Codes angucken und bevor wir überhaupt den ganzen Code geschrieben haben, sagen, das könnte langsam laufen, also mache ich da schon mal etwas. Das ist der falsche Ansatz. Fragt man sich jetzt, aber wie optimieren wir dann überhaupt, wenn wir erstmal alles ignorieren sollen? Und wann und wie wollen wir dann überhaupt optimieren? Und das ist der Typ von Facebook, Andre Alexandrescu. Rescue oder so. Er hat mal mit seinem wunderschönen russischen Akzent gesagt, you must measure everything. We all have intuition, and intuition of programmers is as good as the intuition about the other gender. It's always wrong. Er hat gesagt, also, measure, measure, measure. Wir müssen immer testen, was wir machen. Wenn wir einfach nur Code angucken und so denken, das könnte langsam sein, sind wir fast immer, liegen wir fast immer daneben. Unser Schlachtplan ist also, das ist ganz wichtig, erstmal achten wir auf Korrektheit. Wir schreiben nur unsere Programme, nur damit die erstmal funktionieren. Eventuell haben wir algorithmische Komplexität im Hinterkopf. Wenn wir schon so spüren, dass es irgendwie etwas ein Algorithmus, da könnte es zu Problemen führen. Zum Beispiel, wenn es ein NP-schwerer Algorithmus ist oder wenn das ein Algorithmus ist, wo wir möglicherweise n hoch 3 Laufzeit haben, dann wollen wir das vielleicht im Hinterkopf behalten. Und bei unserer Implementation schon überlegen, dass wir uns die Möglichkeiten offen halten, dann bessere algorithmische Laufzeit zu implementieren. Aber das Wichtigste ist hier, dass wir auf Korrektheit achten. Ja, also es ist irgendwie komisch am Anfang einer Optimierungsvorlesung das zu sagen, aber das ist wichtig, das nochmal zu erwähnen. Wir wollen nicht die ganze Zeit komische Optimierungsgedanken im Kopf haben. Wir programmieren erstmal unser Programm, bis es fertig ist. Und dann möchten wir die kritischen Stellen ausfindig machen. Und das schaffen wir durch Messen. Wir möchten unser Programm irgendwie messen und herausfinden, was sind wirklich der Hot Code. Welchen Code wollen wir wirklich optimieren? Welcher wird 100 Mal in einer Millisekunde ausgeführt oder sonst was? Das wollen wir erstmal herausfinden. Und dann können wir diesen kritischen Code optimieren. Das ist irgendwie der Schlachtplan. Das ist das Wichtige am Kopf zu behalten. Erstmal testen und dann können wir immer noch später optimieren. So. Jetzt habe ich dieses Vorgeplänkel abgeschlossen. Ich hoffe, das ist soweit klar.
ganz wichtig, erinnert euch daran, erstmal Korrektheit und nicht auf irgendwelche komischen Sachen achten, die noch gar keine Rolle spielen. Erstmal Korrektheit. Jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Wir wollen die CPU näher kennenlernen, denn wenn wir die CPU kennen und wissen, wie sie funktioniert, dann wissen wir ja auch, wie die Welt funktioniert und wie wir schnelle Programme schreiben können. Und wir werden gleich einen Test ausführen, wo wir mal ein paar Zeiten uns reinholen. Wir haben mehrere zufällige Zahlen. Wir generieren uns einige zufällige Zahlen irgendwie und möchten die nacheinander in eine Datenstruktur einfügen. Und dabei möchten wir darauf achten, dass diese Datenstruktur immer sortiert bleibt. Zum Beispiel wollen wir das mit dem Array versuchen. Ja, das heißt, irgendwie, wir wollen da mal die Zahlen einfügen, sodass das Array sortiert bleibt. Dasselbe machen wir mit einer Linked List und dann noch mit dem Array mit binärer Suche. Ja, was müssen wir denn nämlich machen, wenn wir das machen? Wir müssen ja erstmal den Ort finden, wo wir es einfügen wollen, und dann wollen wir es einfügen. Wie lange dauert das denn in O-Notation oder in ungefähren Schritten, das in ein Array einzufügen? Also die Stelle zu suchen und in ein Array einzufügen. Ja? Was genau? Also, ja, genau. Wir wissen schon, dass es sortiert ist. Mhm. Das heißt, wir gehen halt so lange durch, bis es nicht mehr kleiner ist. Mhm. Und dann haben wir eine. Ganz genau. Magst du es noch genauer aufteilen in Suchen und Einfügen, was da wie lange dauert? Also Suchen oder Einfügen. Genau. Ist das so? Nee, Moment. Wir müssen alles nochmal verschieben, oder? Mhm. Okay. Genau. Ja, also ich habe 2n geschrieben hier. Also suchen ist ganz wichtig. Wir laufen ein n durch, weil wir keine binäre Suche machen, und einfügen 2n, denn wir müssen erstmal irgendwie jedes Element lesen und dann wieder schreiben, eins weiter rechts. Also auch O von n. Ja, genau. Also du hast schon recht. O von n insgesamt. Mit O-Notation habe ich es jetzt gerade ein bisschen falsch gesagt. Ich habe es jetzt mal so notiert. Das sind so ungefähr die Anzahl von Schritten, die wir machen müssen. Beim Kopieren, wie gesagt, jedes Element einmal lesen und einmal schreiben. Ach, verdammt. Jetzt habt ihr schon alle gesehen. Okay, bei Linked List, da haben wir auch eine O von N-Suche. Das können wir nicht vermeiden. Ja? Wir müssen auch in der Linked List einmal linear da durchgehen und uns dann die passende Stelle suchen. Aber das Tolle ist halt, dass das Einfügen in O von 1 geht. Wir müssen nur so ein paar Pointer verschieben. Was ist jetzt beim letzten? Wie haben wir da die Laufzeiten oder um die ungefähren Laufzeiten? Ja. Suche log n und dann einfügen in O von n. Ja, genau. Wieder 2n ungefähr. Richtig. Also wir haben hier so unterschiedliche Sachen. Wenn wir jetzt nur von den Laufzeiten gucken würden, ist die Linked List am besten irgendwie. Hier haben wir n Laufzeit, hier haben wir 2n plus log n. Das ist auch schon mal, ist schon schlechter, aber ist immer noch besser als das hier. Also ja, würde man so vermuten von den Laufzeiten. Das werden wir jetzt mal in echt uns angucken. Wo haben wir es? So, wir probieren das Ganze für mehrere Größen. Die sind hier annotiert. Und hier haben wir die unterschiedlichen Algorithmen, die ausgeführt werden. Und zwar einmal Insert List. Hier haben wir eine Linked List, die wir erstellen aus der Standardbibliothek von Rust einfach nur. Wir gehen durch die Zahlen durch, die wir bekommen, und machen das jetzt folgendermaßen. Wir müssen das mit dem Iterator selber machen, wir können da nicht mit einer Vorschleife durchgehen, denn wir wollen es an diesem Iterator selber einfügen. Also an dem Listeniterator kann man dann Insert aufrufen. Ja, und da fügen wir das dann ein. Ich denke, das ist halbwegs selbsterklärend, wir suchen da die richtige Position und fügen es ein. Dann haben wir hier den Vektor, hier erstellen wir uns einfach nur einen Vektor, das ist ja unser Array. Und dann suchen wir hier die Position mit dem Position, mit der Position-Methode auf dem Iterator. Und falls wir eben nichts finden, dann packen wir die Länge rein und dann fügen wir es an der Stelle ein. Wobei dieses Insert, wie gesagt, in O von n läuft. So, und mit binärer Suche rufen wir die Binary Search auf, an dem Vektor direkt, das ist eine Methode, die es auch schon gibt in der Standardbibliothek. Und genau, da fügen wir das dann auch an der entsprechenden Stelle ein. So, wir führen das jetzt mal aus. So, ich muss mal eben kurz gucken. In dem
Nee. In der Main, genau, ist schon das Richtige einkommentiert. Das heißt, wir können es mal ausführen. Aber bevor ich das mache, frage ich euch natürlich, was denkt ihr, in welcher Reihenfolge die da rauskommen werden und wie stehen die so zueinander? Ich kann nochmal kurz die Slide zeigen. Hier. Ja? Also ich würde behaupten, das Array mit der binären Suche gewinnt, danach kommt das Array und danach kommt die Linked List. Und zwar einfach, okay, weil die Linked List total chaotisch im Speicher liegt und wir überhaupt keine vernünftigen Caching, kein vernünftiges Caching haben können. Mhm. Genau. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, du bist schon auf dem richtigen Track. Es gibt einige Sachen, die ich fragen werde, auch später nochmal extrem. Da kann es sein, dass einige einfach die Lösung komplett wissen. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr die Lösung wisst, verratet es nicht unbedingt, ja, sondern lasst den anderen noch eine Chance. Aber wenn ihr euch natürlich so halbwegs nur sicher seid oder unsicher, dann könnt ihr das gerne sagen. Nur besonders bei späteren Fragen, einige, da merkt man einfach, okay, das habe ich schon mal im Internet gelesen, ich weiß die Lösung. Dann vielleicht einfach nicht. Aber okay, genau, hier wurde jetzt schon spekuliert, die Linked List ist am langsamsten, obwohl es die beste Laufzeit hat. Ich meine, wenn ich schon so eine blöde Frage stelle, dann ist das auch vielleicht naheliegend, dass das so ist, aber wir gucken uns das mal an. Und es ist tatsächlich so. Dauert jetzt ein bisschen. Das wird mehrmals ausgeführt, ne? Deswegen dauert es jetzt so lange, um irgendwie so ein Mittel reinzukriegen. Aber wir sehen, das ist ganz schön ein Unterschied. Wenn das letzte fertig ist, dann. Wir sehen aber schon, die Liste ist irgendwie deutlich langsamer als der Vektor und nicht irgendwie 1, irgendwas langsamer, sondern deutlich langsamer. Und obwohl wir eigentlich theoretisch nur ein Drittel der Schritte haben. Na, ich hätte vielleicht doch Strom anstecken sollen. So, hier haben wir es nochmal ein Extrem dann. Ja genau, also die binäre Suche ist natürlich noch schneller dann, weil wir dann noch weniger Arbeit machen, aber ist irgendwie merkwürdig. Wir schaffen das recht schnell. Insbesondere, wenn wir uns nochmal Vektor versus Vektor-binäre Suche angucken und nochmal kurz die Slide. Wir sehen hier die Suche, es hat sich ja nur die Suche verbessert bei der binären Suche. Ja? Und das Einfügen hat sich nicht verbessert von der Laufzeit her. Aber trotzdem haben wir hier eine Verbesserung von mehr als der Hälfte. Das ist irgendwie merkwürdig. Und um das jetzt zu verstehen, warum das in der Praxis anders ist, gucken wir uns jetzt an, wie das funktioniert in der echten Welt. Wir müssen natürlich herausfinden, wie es in der echten Welt funktioniert. Also gucken wir uns unsere klassische Neumann-Architektur an. Ja. Um unsere Hardware zu verstehen, gucken wir uns Folgendes an. Also wofür wir programmieren, das ist eine CPU und ein Speicher. Der Speicher ist da rechts. Das ist Random Access Memory. Die kommunizieren miteinander. Und beim Speicher ist das Wichtige, um schnell zu programmieren, jeder Zugriff ist in einer konstanten Zeit und dieser Zugriff ist ohne Verzögerung. Und dann haben wir da noch Regenbögen und Einhörner. Das ist natürlich alles Quatsch. Ja? So stellt man sich das vor, aber das ist ganz anders in der Realität. Ja, das ist das Problem. Wir haben dieses Modell im Kopf und wollen irgendwie versuchen, dafür zu programmieren und dafür schnell zu programmieren. Wer für dieses Modell versucht, schnell zu programmieren, wird komplett daneben liegen, weil das eben falsch ist. Komplett falsch. Wir gucken uns das mal näher an. Punkt 1, jetzt könnt ihr leider keine Einhörner mehr sehen. Punkt 1, der Speicher. Wir können da nicht einfach so drauf zugreifen. Also, was wir kennen, sind die CPU-Register. Und wir kennen den Arbeitsspeicher. Was denkt ihr? CPU-Register, gut. Okay, ich frage jetzt nicht. Ich sag mal so 500 Byte. Das ist schon recht viel. Wenn wir 16 mal 8 Byte rechnen für unsere bekannten CPU-Register, kommen wir auf 128. Das ist weniger. Aber sagen wir mal so 500 Byte in Größe. Arbeitsspeicher, 8 GB, sag ich mal, ist schon normal, fast in dieser Zeit. Wenn man sich einen halbwegs ordentlichen PC kauft, dann hat man da schon ruhig 8 GB drin. Das ist ein großer Unterschied, würde ich behaupten. Ja? Jetzt kümmern wir uns um die Zugriffszeit auf solche Sachen. Ich möchte jetzt ein Byte aus den beiden Sachen haben. Was dauert das denn? Also, wir gehen mal davon aus, wir haben so einen 3 GHz Prozessor. Giga ist 10 hoch 9. Ja, und das ist 10 hoch minus 9, das ist Nano. Wir haben
eine Zugriffszeit von ungefähr 0,3 Nanosekunden auf so einem CPU-Register. Was ich damit nur sagen möchte, wir haben quasi keine Verzögerung bei dem Zugriff auf so ein Register. Wir können das sofort benutzen, um zu rechnen. In einem Takt können wir auf so ein Register zugreifen und damit auch direkt rechnen. Keine Verzögerung. Was meint ihr, kommt dahin? Ungefähr. Ja? Ich weiß es. Achso. Ich mache einfach mal selber, tut mir leid. Da wird es ungefähr 150 Nanosekunden stehen. Ja, weiß nicht. Irgendwie sind hier zwei unterschiedliche Zahlen. Der eine ist langsamer als das andere, aber ich möchte das mal in Perspektive rücken. Wir nehmen mal an, ihr seid meine Speichersklaven. Ja? Und ich bin die CPU. Ich sitze jetzt hier. Das ist ein großer Schreibtisch. Ich habe jetzt einen großen Schreibtisch und ich muss jetzt rechnen. Büchern. Ich brauche jetzt Buchinformationen. Ich stelle mir jetzt vor, ich habe meine CPU-Register auf diesem Schreibtisch liegen. Das sind so Bücher. Ich kann dann ungefähr 5 Sekunden ein Buch auf meinem Schreibtisch dann nehmen. Also ich gucke kurz rum und nehme mit in das Buch, mache meine Arbeitsfläche, dann habe ich das in 5 Sekunden. Ihr sitzt jetzt hier neben mir und sollt mir ein Buch aus dem Speicher holen, aus dem Arbeitsspeicher. Also ihr müsst offensichtlich aufstehen, ja, aber wo müsst ihr hingehen? Wie lange müsst ihr laufen? Irgendwie in die Mitte des Raums, bis zum Ende des Raums? Computerraum oder anderes Gebäude? Zur BIP? Zur BIP, ja. Oh, wow. Ja, fast richtig. Aber die BIP in der Innenstadt. Ihr dürft in die Innenstadt laufen. Google Maps hat mir gesagt, 35 Minuten dauert das. Ich glaube, man kriegt es schneller hin. Aber nehmen wir einfach mal 35 Minuten an. Ja, ihr dürft bis zur Bibliothek an der Alten Münze laufen. Laufen. Nicht Bus fahren. Und nicht Fahrrad. Ja. Ich, 200 Euro CPU, warte dann mal auf euch, bis ihr mir die Daten bringt und ich weiterrechnen kann. Jetzt merkt ihr vielleicht, dass ich sehr oft dasselbe Buch anfordere, weil ich immer wieder Informationen daraus brauche. Ihr seid jetzt schlaue Speichersklaven. Was würdet ihr denn so machen? Ja? Ja, das Buch in einer anderen BIP zwischenspeichern. Genau, in einer anderen BIP zwischenspeichern. Oder noch ein besserer Vorschlag. Ihr kennt doch diese Schließfächer da auf dem Flur. Direkt vor unserer Tür quasi. Die könnt ihr auch benutzen. Das sind so 15 Sekunden, bis ihr da seid. Ja? Das ist der L1-Cache, Level-1-Cache. Denn die Speichersklaven namens Intel und AMD hatten sich auch schon mal gedacht, irgendwie, das können wir jetzt nicht so lassen, wir machen das besser. Wir bauen uns einfach so Schließfächer in unsere CPU ein, wo wir dann schnell darauf zugreifen können. Ja, die sind in der Größe ungefähr 128 Kilobyte, das ist schon deutlich größer als alle Register, die wir haben. Ja, und da haben wir eine Zugriffszeit von ungefähr einer Nanosekunde. Das ist schon extrem gut. Das heißt, wenn ich immer dasselbe Buch anfrage, müsst ihr einfach nur zum Schließfächern laufen. Stellt euch das vor. Schließfächer versus Innenstadt. Das ist ein Unterschied. Und L1 deutet an, es gibt dann auch irgendwie mehrere Level und das ist in der Tat der Fall. Es gibt noch irgendwie L2 und L3 Cache. Da habe ich jetzt keine Vergleiche hingeschrieben. Vielleicht entspricht der L3 Cache der anderen Bibliothek. Ja. Ihr könnt natürlich auch auf die Idee kommen, wir kopieren die ganze Bibliothek aus der Innenstadt dahin. Das kann natürlich so nicht ganz funktionieren. Erstmal, die Bibliothek ist halt in der Innenstadt, warum sollten wir die hier hinkopieren? Und zweitens, selbst wenn hier die Bibliothek stände, bräuchtet ihr länger, um das Buch in der Bibliothek zu finden, als zu den Schließfächern zu gehen. Also das ist nicht einfach nur blöd von den Designern von Speicher und CPU, sondern es ist wirklich ein physikalisches Problem. Speicher ist einfach so viel langsamer als die CPU. Ja, und nur weil es Spaß macht, wollte ich noch zwei andere Speicherarten hinschreiben. Und zwar, ja, welche kennt ihr denn? Welche anderen beiden Speicherarten? Wahrscheinlich hat jeder davon, oder fast jeder von euch beide schon mal besessen. Ja? HDD und SSD. Genau, HDD und SSD. Für die das nicht wissen, HDDs sind diese Hard Disks. Das sind so rotierende Scheiben, die wirklich in echt rotieren in eurem PC oder in euren alten PCs wahrscheinlich, vielleicht auch mal neuen PCs. Und da wird dann irgendwie so die Daten von diesen magnetischen Scheiben runtergenommen. Und die SSDs, die haben sich in den letzten Jahren breit gemacht, zum Glück. Die sind komplett unmechanisch und da kann man sehr schnell drauf zugreifen. Ja, also da haben wir keine mechanischen Elemente mehr, haben dadurch keine Verzögerung mehr, sondern wir können direkt einfach nur mit auf diesen Flash-Speicher zugreifen. Wir haben ja so Größen von 500 GB so ungefähr. Die SSDs holen auf, das ist ganz gut. Ich würde schätzen, also die Anfänger-SSDs zurzeit sind 128 GB. So eine Größe wird man sich wahrscheinlich gar nicht mehr kaufen heute. Also sagen wir 500 GB ungefähr.
Ja, was schätzt ihr, was hat das für eine Zugriffszeit? In Sekunden jetzt, also die echte Zugriffszeit? Da rechnen wir noch Faktor 1000 drauf. Das sind jetzt Mikrosekunden, 150. Und in der echten Welt, ich habe mal geschaut, ihr könntet irgendwie zur bekannten Biblioteca Nazionale Marciana gehen, in Venedig. Ja, ich habe das ausgerechnet, keine Sorge, und ich habe Schlafzeit mit eingeplant. Also ihr müsstet am Tag nur irgendwie so 9 Stunden gehen. Es ist zwar anstrengend, also es ist wirklich anstrengend, aber ich denke, man kann sich daran gewöhnen. Man kann am Anfang ein bisschen weniger gehen, um sich daran zu gewöhnen und dann den Muskelkater auszukurieren, aber am Ende kann man ein bisschen mehr gehen. Also, genau, richtig, Semesterferien. Ja, also was ich nicht eingeplant habe, sind die Alpen. Ich habe jetzt einfach mal angenommen, dass überall befestigte Straßen sind und man warm genug angezogen ist. Ich denke, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich glaube, die Annahme ist wohl berechtigt. Irgendwie können wir dann immer über Straßen gehen. Also ich würde behaupten, das ist auf jeden Fall machbar, wenn man sehr konzentriert an der Aufgabe sitzt. Ja, und dann haben wir noch die HDDs, die so ungefähr 2 Terabyte sind. Was mich freut, denn dieser Unterschied zwischen SSDs und HDDs wird immer kleiner und irgendwann brauchen wir HDDs überhaupt nicht mehr in unseren normalen Computern. Das heißt, irgendwie, dann sind wir endlich diese mechanischen Teufelswerke los. Was denkt ihr eigentlich, haben wir hier für eine Zugriffszeit? Ja, wäre fast schön, aber das wäre zu extrem, Wir haben nur 10 Millisekunden. Das entspricht dann 5 Jahren und da kann man nochmal zur Bibliothek in der Innenstadt laufen, dem man einmal um die Welt gelaufen ist ungefähr. Obwohl, auch da habe ich recherchiert und es gibt diesen einen Menschen, der ist um die Welt gelaufen, aber hat länger gebraucht. Ich weiß nicht mehr, ob 7 oder 13 Jahre, aber der hat auch ziemlich komische Wege genommen. Also man kann sich jetzt so vorstellen, so ein Mensch, der ist halt kein Speichersklave und hat irgendwie auch noch andere Ideen, was er mit seinem Leben anfangen möchte. Also er ist so ein bisschen rumgereist um die Welt gegangen allerdings. Also er hat irgendwie fast die doppelte Strecke zurückgelegt. Ich glaube, wenn man wirklich konzentriert an der Aufgabe sitzt und die Bootfahrten rausnimmt, dann kann man das auf jeden Fall schaffen. Ich glaube, also da bin ich mir recht sicher. Derzeit kann man das Buch auch schreiben. Oder? In der Zeit kann man vielleicht auch das Buch schreiben, kommt auf das Buch an. Ja, also da haben wir erstmal den Vergleich und stellt euch das wirklich vor, was für ein riesiger Unterschied das ist, gerade zwischen CPU und Speicher. Klar, auf die SSD oder so wollen wir nicht so oft zugreifen, aber auch da ist es dann extrem langsam, ist das alles. Mit dem dann begriffen, fragen wir uns allerdings, unser Schließfach hilft uns jetzt nur, wenn ich immer das gleiche Buch anfrage. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Also es passiert zwar oft, dass ich dasselbe Buch anfrage, weil ich immer mal Bücher von meinem Schreibtisch schubse irgendwie und weil kein Platz mehr ist. Deswegen muss ich mir das nochmal anfragen aus dem Speicher. Aber es ist trotzdem ein bisschen blöd, was wir jetzt irgendwie, wir würden jetzt andere Sachen gerne machen. Wenn ihr schon in die Innenstadt fahrt, geht oder nach Venedig, dann wollt ihr vielleicht mehr mitnehmen als nur ein Buch. Ja? Das wäre ganz gute Idee. Das ist der Prefetcher, der das macht. Der Prefetcher denkt sich, wenn ich schon auf diesen langsamen Speicher zugreifen muss, wenn ich schon auf dem Weg bin, dann nehme ich gleich mehr mit. Das heißt, ihr geht direkt mit einer Schubkarre in die Innenstadt. Ich weiß nicht, wie das da läuft mit den Aufpassern, aber ihr packt dann einfach erstmal so viele Bücher ein, wie ihr könnt, und dann könnt ihr hierhin wiederkommen. Am besten dann so irgendwie Bücher, die ähnlich meinem Buch sind. Also so Informatikbücher wären auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, also das ist der Prefetcher, der lädt immer eine sogenannte Cache-Line. Eine Cache-Line ist bei den meisten modernen Prozessoren 64 Byte. Das heißt, wir stellen uns den Speicher vor in 64 Byte-Blöcke eingeteilt und wenn ich auf irgendein Byte darauf zugreife, kommt der ganze Block direkt mit und landet im L1-Cache. Das ist eine gute Sache, denn sobald ich auf ein Byte zugreife, kann ich direkt auf die Nachbarbytes zugreifen mit quasi keiner Verzögerung. Ich kann direkt aus dem L1-Cache das rausholen. Das ist eine super Sache. Ja, und es gibt irgendwie da noch komplexere Techniken. Nicht nur, dass wir immer diese Cache-Line drumherum laden, sondern dass wir auch teilweise analysieren, wie auf den Speicher zugegriffen wird. Da gibt es dieses tolle deutsche Wort, Speicherzugriffsmusteranalyse. Da können wir irgendwie gucken, wie wird denn jetzt darauf zugegriffen. Wenn ihr wisst, dass ich irgendwie schon die ersten 3 Bänder von, weiß nicht, Donald Knuth, seiner bekannten Buchreihe, da die ersten 3 Bände angefragt habe, dann könnt ihr euch vielleicht denken, ich möchte das 4. Band auch haben. Hat er das überhaupt schon geschrieben? Wo ist er gerade? Okay. 4a gibt es. Okay. Ja, auf jeden Fall hätte ich da gerne auch noch das 4.
Also nehmt ihr auf jeden Fall das mit. Auch wenn das irgendwie gar nicht in der Nähe steht, in der Bibliothek unten, sondern irgendwo anders. Ihr wisst auf jeden Fall, okay, er will auf jeden Fall das. Also nehme ich das mit. Und später sehen wir auch noch, dass es mit Branch Prediction auch noch zusammenarbeitet. Was das heißt zum Beispiel ist, wenn wir linear durch den Speicher gehen, müssen wir quasi nie warten. Denn wenn wir einfach wirklich Byte nach Byte anfragen, ist der Prozessor schlau genug, bei Weitem schlau genug, um zu merken, was wir vorhaben. Und dann kann er immer schon rechtzeitig, bis wir mit unseren Daten, die wir schon haben, fertig sind, schon in die Innenstadt laufen und die ganzen Daten besorgen. Das heißt, wir müssen quasi nie oder nur einmal, wenn wir das erste Mal auf den ersten Byte zugreifen, warten. Das ist natürlich deutlich besser. Jetzt brauchen wir noch zwei Begriffe, und zwar, wenn sich Speicher, also eine Speicheradresse, in dem Cache befindet, sagt man, dass der Speicher hot ist. Und er ist eben cold, wenn er das nicht ist. Das heißt, irgendwie die Informatikbücher werden wahrscheinlich dann hot, weil die immer im Regal hier vorne sitzen. Also das Ganze läuft auf ein Spiel hinaus, hotornot.com. Ja? Wollen wir mit der Linked List Node flirten? Was meint ihr? Ist das vielleicht gut, diese Linked List? Ja? Du scheinst, ja, du hast recht. Genau, irgendwie, das ist keine gute Idee. Denn jedes Mal, wenn wir Advance aufrufen, haben wir einen sogenannten Cache-Miss. Ein Cache-Miss heißt, dass wir das, was wir anfragen, nicht im Cache haben. Ein Cache-Hit auf der anderen Seite wäre, dass wir das im Cache haben. Und wir wollen natürlich möglichst viele Cache-Hits haben und überhaupt keine Cache-Misses. Cache-Misses ist das, was so lange dauert. Stellt euch vor, wir arbeiten hier und dann merken wir, verdammt, das eine Buch gibt es nur in der Innenstadt. Das zerstört die ganze Arbeitsmoral, weil einer dann loslaufen muss. Also Cache-Misses wollen wir vermeiden. Und jedes Advance bei der Linked List ist so ein Cache-Miss. Diese Nodes sind nämlich zufällig im Speicher verteilt. Die werden jedes Mal einzeln angefragt im Heap. Das heißt, sie sitzen irgendwo im Heap. Man kann natürlich Glück haben, dass zwei Nodes gerade nebeneinander sitzen, die auch hintereinander in der Liste sitzen, aber das ist unwahrscheinlich, dass das passiert. Und man denkt immer, die Linked List ist gut, aber das Problem bei der Linked List ist, dass diese Vorteile quasi nie genutzt werden. Der einzige Zweck, den so eine Linked List hat, ist, wenn wir wirklich immer eine feste Position in der Liste haben und da immer uns so ein bisschen bewegen und da viel einfügen und entfernen. Wenn wir sowieso immer in jeder Operation durch die ganze Liste durchlaufen, haben wir sowieso immer eine O(n)-Laufzeit. Das heißt, in der asymptotischen Laufzeit ist das sowieso schon mal genauso wie im Array. Also, diese Vorteile werden quasi nie ausgenutzt. Man hat schon mal einen Algorithmus geschrieben, wo man wirklich mit in einer Liste direkt in der Mitte nur steht und immer sich nur ein bisschen bewegt, ein bisschen was einfügt, ein bisschen was löscht. Dann hat das einen Vorteil, weil wir in O(1) sind, sonst ist das sowieso O(n). Und dann zahlt man eben noch für die ganzen Cache-Misses. Ja, also auf gar keinen Fall eine Linked List benutzen. Das meine ich ernsthaft auch. Auch wenn man in den VA immer lernt, Linked List ist eine gute Idee. Nein. Ihr seid fast immer in wirklich 99% oder deutlich mehr noch der Fälle mit Vector bedient. In Java nennt sich das ArrayList, in Rust wissen wir das, in C++ nennt sich das einfach Vector. Ja, also da möchten wir irgendwie unsere Daten im Speicher haben. Und wenn wir dann noch Reserve aufrufen, also sagen, wie viele Elemente wir erwarten, muss der Vector sogar nur einmal allokieren, dann ist es perfekt. Also dann können wir wirklich sagen, jetzt haben wir eine schnelle sequentielle Datenstruktur. Dann haben wir quasi nie Probleme damit. Ich glaube sogar die Rust-Dokumentation hat einen sehr lustigen Artikel. Es gibt dieses Collection-Modul, wo mehrere Collections drin sind. Und das ist eine gute Dokumentation für. Mit der Überschrift auch, wann man was nutzen sollte. Und da gibt es unterschiedliche Collections und bei der Linked List steht "You're absolutely certain that you really, truly want a doubly linked list." Ja, also irgendwie ist es nicht oft, dass das passiert. Leute versuchen immer aus Versehen die Linked List zu nehmen, weil es irgendwie gut klingt, also im Algorithmenkurs ist es aber nicht. Leider. Zumindest nur sehr, sehr, sehr selten. Da. Wir versuchen mal ein bisschen in das Denken reinzukommen, indem wir uns InfoA-Datenstrukturen angucken. Der binäre Heap zuerst. Das sieht so aus, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Ja, der binäre Heap ist fast vollständig, der Baum. Nur die letzte Ebene darf von links aufgefüllt werden. Und die Idee ist eben, dass der Vater mal größer oder kleiner ist als seine Söhne. So, dass wir immer das Minimum oder Maximum oben haben. Was denkt ihr? Wie ist so die
Man spricht immer von cache-friendly, wenn eine Datenstruktur ja sehr gut den Cache ausnutzt, und von cache-unfriendly, wenn das nicht so ist. Linked List wäre cache-unfriendly, ein Vektor wäre cache-friendly. Was denkt ihr, wo liegt das so? Ich lasse mal kurz die anderen überlegen. An Info A muss man sich noch erinnern können. Okay. Also ich würde sagen, es kommt darauf an, wie man es implementiert. Wenn man es intern mit einer Baumstruktur implementiert, also mit Zeigern, dann ist es cache-unfriendly. Mhm. Wenn man es in einem Array implementiert, dann würde ich sagen, geht's. Es liegt dann nicht super nah beieinander, aber es liegt dann auf jeden Fall schon mal in einem ähnlichen Bereich. Mhm. Ganz genau. Also erstmal in Informatik A wird es immer mit einem Array implementiert, denn warum auch nicht? Es geht. Da das eben so fast vollständig ist, kann man alle ebenenweise in ein Array speichern. Das sieht dann so aus. Ja, also das sind die ganzen Ebenen dann drin. Die liegen jetzt nah beieinander im Array, aber du hast jetzt schon gesagt, manchmal ist das vielleicht nicht ganz, also manchmal greift man nicht auf benachbarte Elemente zu, denn wir haben ja so eine komische Regel, wie wir auf den Sohn zugreifen. Also wenn wir irgendwie auf etwas zugreifen, weiter unten, dann müssen wir diese 2i plus 1 rechnen, um vom Index auf den Index des Sohnes zu kommen oder eines Sohnes. Das heißt, später unten im Baum springen wir schon weit. Keine Frage, aber zumindest hier am Anfang, so die ersten 2-3 Ebenen sollten immer noch in einer Cache-Line drin liegen oder zumindest so, dass der Prefetcher das ordentlich fetchen kann. Das heißt, ich würde sagen, die ersten 3 Ebenen sollten auf jeden Fall noch bedient werden vom L1-Cache. Da hat man dann noch keinen Cache-Miss. Das ist auf jeden Fall gut, weil wir haben ja nur log n viele Ebenen. Wenn wir da sowas wie 3 abziehen, dann ist das schon gar nicht so schlecht. Ja, und bei solchen Datenstrukturen ist es eben so, dass man für jeden Cache-Miss zahlt. Die Cache-Misses sind wirklich deutlich das Wichtigste dabei. Wie ist es beim AVL-Baum? Ist jetzt nicht ganz vollständig. Gut, ich verrat's. Das kann man jetzt nicht mehr im Array speichern. Da muss jeder Knoten irgendwie extra allokiert werden. Es gibt natürlich noch erweiterte Techniken, aber typischerweise wird erstmal jeder Knoten extra allokiert. Das heißt, wir haben einen Cache-Miss bei jedem Absteigen in eine neue Ebene. Haben wir bei der Datenstruktur vorher, beim Heap auch später, aber hier haben wir wirklich in jeder Ebene garantiert einen Cache-Miss. Und wie gesagt, wir zahlen hier für Cache-Misses, das ist das Wichtige dabei. Das ist wirklich das, was am meisten Zeit annimmt. Ihr könnt euch vorstellen, was ich alles machen kann, während ihr auf dem Weg zur Innenstadt seid. Da gibt es eine Alternative zu dem Suchbaum-Pattern, das nennt sich B-Baum. Vielleicht kennen das Leute aus Datenbanken, da wurde das mal angesprochen, B-Baum oder B-Plus oder B-Sternbaum. Das sind Bäume, die sehr, sehr viel mehr Knoten sehr, sehr viel mehr Elemente in einem Knoten speichern. Das heißt, wir haben einen extrem hohen Branching-Faktor und deswegen haben wir extrem wenig Ebenen. Also über 4 Ebenen kommt man bei den vielen B-Plus oder B-Sternbäumen überhaupt nicht hinaus. Das heißt, wir haben nur quasi konstant viele Cache-Misses. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn wir so einen binären Baum haben, wo wir deutlich mehr Cache-Misses haben. Und in den Knoten läuft man dann eben linear durch dieses Array von unterschiedlichen Elementen durch. Einfach nur, um die Cache-Friendliness zu erhöhen. Sonst B-Stern oder B-Plus-Baum hat sonst keine algorithmischen oder asymptotischen Verbesserungen. Zuletzt noch die Hash-Tabelle. Da habe ich auch noch ein Bild aus dem Internet geklaut. Wer erinnert sich daran noch? Niemand? Sehr enttäuschend. Da gibt es mehrere Implementationsmöglichkeiten. Insbesondere kommt es auf die Strategie an, wie wir irgendwie diese Kollision vermeiden. Wenn wir jetzt nur mal über die Strategien sprechen, die in Informatik A dran kamen, haben wir einmal das offene Hashing. Da haben wir an jedem Speicher noch irgendwie eine Liste dranhängen, an jedem Bucket. Das kann jetzt entweder eine Linked List sein oder ein Array. Da kommt es wieder darauf an. Hier würde man natürlich lieber ein Array bevorzugen. Manchmal geht das nicht, zum Beispiel C++, HashMap oder UnorderedMap heißt sie da. Da ist das leider blöd implementiert, da hat man immer eine Linked Liste dran hängen, das heißt, dann ist es ganz schlecht, weil dieses offene Hashing, es wird zwar alles in einem Array gespeichert, diese Buckets, aber dann zeigt man auf eine Linked Liste, das ist nicht besonders gut. Beim geschlossenen Hashing, gut, da kommt es so ein bisschen drauf an. Wenn wir es linear machen, haben wir ein sehr lokales Zugriff-Pattern, was gut ist. Das ist sehr cache-friendly, aber natürlich haben lineare Sondierungen irgendwie andere Nachteile.
Ja, also da muss man natürlich auch noch die Algorithmik dahinter betrachten, aber wenn wir jetzt nur mal kurz die Cache-Friendliness betrachten, dann ist linear schon ziemlich gut. Quadratisch hat man dann ziemlich schnell ziemlich große Sprünge, die der Prefetcher nicht mehr kompensieren kann. Das ist nicht, um zu sagen, was jetzt wie gut ist, sondern einfach nur ein bisschen Gespür dazu für bekommen, was dem Cache gut tut und was nicht so. Nochmal ein paar schöne Bilder, das habt ihr schon gesehen. Und ich möchte das nochmal einteilen in diverse Bereiche. Das hier links ist erstmal komplett die GPU. Ja, die neuen Intel-Teile haben ja immer so eine GPU mit drin, die auch ziemlich gut ist in der letzten Zeit. Das ist mal ganz schön, also dieser ganze Bereich schon mal GPU können wir komplett ignorieren. Und nochmal der Hinweis, eventuell sind die Beschriftungen nicht ganz korrekt, wie auch schon letztes Mal, als ich da die Kerne eingezeichnet habe. Lustigerweise habe ich auf der Suche nach genaueren Informationen herausgefunden, wo die Kerne sitzen und ich lag richtig. Also das, der letzte Foliensatz ist korrekt. Aber hier habe ich jetzt noch ein paar weitere Spekulationen, die eventuell nicht ganz korrekt sind. Also erstmal haben wir hier die vier Kerne, die wir schon beim letzten Mal markiert haben. Was ist der andere Kram denn? Wir haben auf der rechten Seite so einen Uncore-Bereich, das sind quasi nur Controller. Die kontrollieren so den Datenfluss rein und raus und irgendwie interagieren die mit anderen Geräten noch im Computer. Also das sind so Verwaltungsdinger. Die sind nicht wirklich zum Rechnen da, sondern die verwalten nur Sachen. Hier in der Mitte, das ist der L3-Cache, der ist geteilt von jedem Kern. Und in jedem Kern haben wir dann jetzt noch L1 und L2-Cache. Den hat jeder Kern selber. Wir sehen also schon mal, dass ziemlich viel blau ist und es bleibt gar nicht mehr so viel. Oh, eins fehlt noch. Da oben ist das Memory and I.O. Interface, also auch nur irgendwie so Interface-Gedöns. Nichts, was wirklich rechnet. Wenn man sich das nochmal anguckt, dann fällt auf, ziemlich wenig davon macht eigentlich meine eigentliche Arbeit. Ne? Also irgendwie diese Kernbereiche, die nicht von L1 und L2-Cache eingenommen worden werden, die machen meine eigentliche Arbeit. Und noch nicht mal das ist ganz korrekt, wie wir gleich sehen werden. Hier ist noch eine andere Grafik, die ein bisschen älter ist. Hier ist der L3-Cache deutlich größer. Anscheinend haben wir es in der letzten Zeit hinbekommen, den L3-Cache ziemlich gut zu schrumpfen. Und hier ist noch ein extremeres Beispiel. Das ist noch älter, das ist irgendwie von 2002 oder so, also oder 5, irgendwie sowas. Also es ist deutlich älter, aber hier haben wir dann nur einen Kern in der CPU drin, aber der ganze blaue Bereich ist der L3-Cache. Und alles in grün ist Cache. Ja, alles in diesen grünen Linien, das ist irgendwie etwas, was sich um den Cache kümmert. Nur Caching. Ja, das ist Intel Itanium 2. Der hat 211 Millionen Transistoren und 85% davon kümmern sich nur um Caching. Jetzt denkt man, wie können denn nur 15% meiner Transistoren das eigentliche Rechnen übernehmen? Da liegt er wieder daneben, ja, insgesamt nur 1% dieser Transistoren, 1% der Fläche, die man hier sieht, ist für das eigentliche Rechnen zuständig. Alles andere ist nur dafür da, dass wir diese Speicherverzögerung irgendwie ignorieren können, dass wir immer uns den Speicher schon vorher holen. Also, das ist ein riesiger Aufwand, der betrieben wird von Prozessorherstellern, nur um das Warten auf den Speicher zu vermeiden. Nur um nochmal zu verdeutlichen, das ist das Wichtige, wenn wir heutzutage programmieren. Speicher ist das Wichtige. Man kommt selten an den Punkt, wo man wirklich alles nah an der CPU hat und dann, das ist vielleicht auch ein falscher Ausdruck, aber die meiste Zeit hat man das Problem, dass man auf langsamen Speicher zugreifen muss und nicht damit, dass die CPU zu langsam rechnet. Das ist ziemlich unglaublich, 1% der Fläche ist echt wenig. So, also wir merken uns, Speicher, ganz schlimme Sache. Wir versuchen alles, um den Speicher schneller zu kriegen. Und jetzt gucken wir uns noch eine andere Sache an. Da, und zwar gucken wir uns jetzt an, was ist meine Maus? Das hier. Was machen wir hier? Wir haben hier solche Funktionen, die mit Bench annotiert sind. Das steht für Benchmarking. Das Problem ist, dieses Benchmarking funktioniert noch nicht auf dem Stable Channel, aber wir benutzen es jetzt trotzdem mal. Wir haben jetzt unterschiedliche Größen für die Testgrößen und was wir machen hier ist folgendes. Wir haben das hier, wir holen uns einen Random Vector, das der wird hier erzeugt, ja, also irgendwie holen wir uns einfach eine Zufallszahl und der Vektor soll bestimmt groß sein, eben diese
32.000. Diesen zufälligen Vektor haben wir hier. Und was wir dann machen ist, auf diesem Vektor rufen wir calc_sum auf. Diese Funktion macht Folgendes. Und das ist das Wichtige. Die summiert gewisse Elemente auf, und zwar nur die Elemente, die, das ist 128 oder 127, die Elemente, die kleiner als 127 sind. Also er geht durch den Vektor durch, guckt für jedes Element, ist das kleiner als 127. Wenn ja, dann addiert es auf meinen Akkumulator auf. Wenn nein, ignoriere das. Der Code ist der klar? Okay. Ja, genau. Das machen wir einfach nur in zwei Variationen. Und zweimal diesen Zufallsvektor und dann einmal, indem wir den Zufallsvektor vorher sortieren. Ja. Macht das jetzt eigentlich einen Unterschied? Also wenn wir uns das überlegen, eigentlich nicht, oder? Hat jemand eine gute Idee, warum das einen Unterschied machen sollte? Also hier gehen wir sowieso alles durch und pro Element gucken wir eine Sache. Also fällt auch niemandem auf, warum das jetzt einen Unterschied machen könnte, oder? Ja? Ja, aber wir gehen sowieso von vorne nach hinten durch. Ne? Also wir fragen die Speicheradressen hiermit schon nacheinander an. Ja? Wir gehen da nicht in einer anderen Reihenfolge durch. Ja, aber es müsste doch eigentlich der zweite, der sortiert, langsamer laufen, weil er überhaupt erstmal Aufwand da rein investiert, zu sortieren. Okay, das ist richtig, natürlich. Das Sortieren dauert jetzt Zeit. Was wir hier nur testen, das ist dieses b.iter, ja. Wir testen hier nur das da drin, das hätte ich vielleicht noch erwähnen müssen. Also wir testen wirklich nur den calc_sum-Aufruf. Gucken wir mal, ob das einen Unterschied macht. Muss ja nicht unbedingt, ne? Also ich zeige nicht nur Sachen, die verwirrend sind. Er führt das jetzt mehrmals aus und der Durchschnitt wird jetzt gleich gezeigt. Also das ist jetzt unsortiert. Sortiert ist das. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Mehr als Faktor 10. Und wir testen nur dieses Aussortieren von den Zahlen. Also es dauert länger, das zu sortieren, das ist richtig. Aber ohne das Sortieren alleine, das ist ein riesiger Unterschied. Das gibt doch irgendwie alles keinen Sinn. Also gucken wir uns noch mehr Sachen an von der CPU, die wir noch nicht verstehen. Und zwar die sogenannte Branch Prediction der iCache. Tolle Begriffe. Erstmal, Instruktionen, die wir ausführen, sind auch nur Daten. Ja? Das heißt, wir möchten irgendwie auch die Instruktionen, die im Speicher liegen, möglichst schnell bei uns haben. Das ist ja sogar noch wichtiger, damit wir die Instruktionen ausführen können, müssen wir die erstmal lesen können. Also gibt es einen Instruction Cache, einen iCache. Meist wird L1 Cache in zwei Bereiche eingeteilt, und zwar den Data Cache und den Instruction Cache. Also wir haben noch einen speziellen Cache nur für Instruktionen, die wir dann rechtzeitig rausladen können. Wir wissen nun ja, dass Instruktionen ungefähr so aussehen, natürlich nicht in menschenleserlicher Form, sondern irgendwie sind das so mehrere Instruktionen, die in binär da in irgendeinem Speicher liegen. Und was wir in diesen Instruktionen haben, sind Sprünge. Ja, wir haben hier irgendwie solch einen Sprung, einen Sprung, ein Sprung, noch ein Sprung. Könnt ihr hier unterschiedliche Arten von Sprüngen ausmachen? Also, das ist jetzt sehr klein, die Schrift, aber wir haben hier. Moment, wo ist es denn? Wir haben hier den Sprung JA, wir haben JE, JNE und Call. Und Return ist wahrscheinlich auch noch ein Sprung. Ja? Manche Sprünge gehen ja zu einer Stelle zurück, die wir schon hatten. Mhm. Okay, genau, das ist richtig. Ja, das kann auch einen Unterschied machen, auf jeden Fall. Aber wie du es schon merken kannst, darauf wollte ich jetzt nicht gerade anspielen. Ja, das macht auf jeden Fall auch einen Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen Call und JA zum Beispiel? Oder JA und Jump? Ja? Das eine ist, das passiert immer und das andere nur unter bestimmten Bedingungen. Ganz genau, richtig. Also wir haben einmal die unbedingten Sprünge. Wenn wir da unbedingte Sprünge drin haben, wie Call oder Jump, das kann man ja vorweg sehen. Wir wissen ja, wo wir hinspringen, also können wir ja schon mal, oder der Prefetcher kann dann einfach schon mal die Instruktion da herholen. Was ist jetzt mit bedingten Sprüngen?
Also die meisten bedingten Springer haben nur eine oder zwei mögliche Sachen, wo die hinspringen können, nämlich entweder gar nicht springen und dann in die nächste Instruktion oder irgendwo hinspringen. Ist vielleicht problematisch. Was noch schlimmer ist, sind die dynamischen Sprünge. Die hatten wir schon mal angesprochen. Das ist das, wenn wir aus einer V-Table zum Beispiel eine Speicheradresse laden, wo wir dann hinspringen. Die sind nicht nur bedingt, also so, dass man nicht genau weiß, wie es vorher ist, sondern die sind komplett dynamisch. Ja, und dafür gibt es den Branch Predictor. Der Name sagt schon, es gibt so einen Teil in der CPU, die versucht herauszufinden für jeden Branch, wo der wahrscheinlich hinspringen wird. Und das erreicht eine Erfolgsquote von ungefähr 98% in heutigen CPUs. In 98% kann die CPU erfolgreich voraussagen, ob dieser Branch genommen wird oder nicht. Das ist ziemlich verrückt. Also man kann sich vielleicht vorstellen, es ist ein bisschen weniger verrückt, wenn man sich Schleifen vorstellt. Schleifen haben oft irgendwie einen bedingten Jump am Ende, wo man hin zurückspringt und der wird genau einmal nicht genommen. Ja, also da kann man sich ziemlich eigentlich einfach vorstellen, die Schleife, der wird immer zurückgesprungen bis ganz am Ende. Also das ist in Ordnung. Wenn man Schleifen analysieren will, da kommt man schon recht schnell auf 70% Erfolgsquote insgesamt. Frage? Nö, ich wollte noch was ergänzen. Kannst du auch? Der Algorithmus dahinter ist Algorithmus von Tumanzulu, für den, der das interessiert. Okay, da gibt es ja aber eigentlich unterschiedliche... Aber es gibt mehr einen, aber das ist genau. Einer der bekanntesten. Kann gut sein. Ich habe mich auch nochmal gestern informiert, und welche unterschiedlichen Algorithmen es da gibt. Und da gibt es irgendwie sehr, sehr einfache Algorithmen, die global gucken irgendwie, welchen habe ich jetzt den letzten bedingten Sprung genommen oder nicht. Aber es gibt auch deutlich kompliziertere Algorithmen, die auch pro Jump im Quelltext gucken und da irgendwelche Statistiken sammeln. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Und was mich noch mehr erstaunt hat, ist, es wird teilweise sogar damit experimentiert, dass man den Branch Predictor, ich muss lachen, weil ich fand es gestern so unglaublich, auf der Basis von neuronalen Netzen macht. Ja, also, und soweit ich das richtig gelesen habe, ich kann es nicht glauben, in den neuesten AMD-Prozessoren ist so ein einfaches neuronales Netz drin für die Vorhersage von Sprüngen. Ich verstehe das nicht. Also, wisst ihr, man sitzt so in Info C und denkt sich, okay, ich habe es jetzt irgendwie nach 3 Wochen geschafft, 2 Zahlen zu addieren. Yes. Und was die dann in ihre CPUs einbauen, ist alles komplizierter als das, was ich jemals in einer Hochlevel-Sprache programmieren werde. Das ist verrückt. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Aber ja, irgendwie schaffen wir das, fast alle Sprünge richtig vorherzusagen. Das hat jetzt 2 Gründe. Einen Grund habe ich gerade genannt, dass wir die richtigen Instructions laden können. Aber das ist meist gar nicht so schlimm, besonders wenn man sich das hier anguckt. Da sind die Instructions ja so nah beieinander, die Cache-Line ist ja sowieso schon im Cache. Das heißt, das macht da keinen großen Unterschied, wenn wir nicht weit wegspringen. Der zweite, viel wichtigere Grund ist Pipelining. Noch was Neues, was wir nicht erwartet haben. Prozessoren, ja, die führen so eine Instruktion in mehreren Teilen aus. Einfaches Beispiel ist immer irgendwie so ein 4-schrittiger Prozess. Man möchte die Instruction dekodieren, man besorgt sich alle Daten und dann führt man das aus und dann lädt man alle Daten nochmal weg, wo sie hin sollen oder so. Aber irgendwie in modernen Prozessoren sind das so 5 bis 20 Pipeline-Stages. Das heißt, jede Instruction wird in mehreren Stages ausgeführt. Das heißt, es gibt Teile der CPU, die rechnen, und jeder Teil führt irgendwie eine andere Stage der Pipeline aus. Eine Stage ist nur dafür da, die Instructions zu dekodieren und irgendwie weiter zu verteilen. Eine andere Stage ist nur dafür da, die richtigen Register anzusprechen und dann irgendwie zu laden oder bereitzustellen. Und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, es gibt so unterschiedliche Teile, die man so eine Instruction auch zerlegen kann. Ja, es wäre jetzt ganz schön, wenn jedes Teil von diesen Teilen gleichzeitig aktiv wäre. Hier gibt es Pipelining. Das heißt, wir haben pro Kern parallele Berechnungen, denn die erste Instruction packen wir rein, wird dekodiert. Sobald die dekodiert ist und in der nächsten Stage ist, können wir die nächste Instruction schon dekodieren. Das heißt, wir haben irgendwie so viele Pipeline-Stages, die wir mal voll haben möchten, damit jede Pipeline-Stage gleichzeitig aktiv ist. Ich merke gerade, man hätte vielleicht noch ein besseres Bild hier wählen können, um das besser zu verstehen, aber die Idee dahinter ist recht einfach. Wir haben mehrere Teile, die gleichzeitig aktiv sein möchten. Und um das zu schaffen, ordnet die CPU Anweisungen teilweise um. Ja, das heißt, wir haben irgendwie unterschiedliche Instruktionen, aber wir wissen, die eine Instruktion hängt von der anderen ab. Dann können wir die nicht gleichzeitig ausführen. Denn wenn die eine auf das Ergebnis der anderen wartet, dann können wir das nicht gleichzeitig machen.
Jumps sind solche Instruktionen, die immer auf die Ergebnisse der vorherigen Instruction warten. Was die CPU jetzt macht, ist, dass sie einfach den Weg nimmt, der wahrscheinlich ist. Ja? Wenn ich irgendwie einen bedingten Jump habe und die CPU hat herausgefunden, sehr wahrscheinlich wird der sowieso nicht genommen, dann führt die einfach schon mal die, weiß nicht, 20 nächsten Instructions aus, für den Fall, dass der tatsächlich nicht genommen wird. Falls er dann doch genommen wird, macht die CPU alles rückgängig. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die probieren einfach mal aus, ob das funktioniert, und wenn es nicht funktioniert, macht sie alles rückgängig, was sie bisher gemacht hat. Aber das zahlt sich aus, weil es eben so gut ist, dieser Branch-Predictor. Ja, genau, also wir wollen die Pipeline vollhalten, deswegen möchten wir irgendwie immer sehr, sehr wahrscheinliche Zweige direkt ausführen. Deswegen auch der Grund für unser Beispiel gerade, warum es so komisch lief. Ja, dieses eine, wo es sortiert ist, da haben wir in der ersten Hälfte für den einen bedingten Jump haben wir immer das eine Ergebnis, nämlich es ist immer unter 127 und für die zweite Hälfte ist es immer über 127. Das heißt, der Branch Predictor liegt fast immer richtig und hat nur zweimal, liegt zweimal daneben oder so. Ja? Aber 2% ist jetzt nicht so wenig. Ich meine, wenn das alle 2% irgendwie alles wieder rückgängig machen muss, dann wirkt sich das dann aus. Anscheinend noch gut. Also, ich meine, natürlich ist es aufwendig, das rückgängig zu machen, aber wohl nicht so aufwendig, dass sich das nicht lohnen würde. Also, es lohnt sich anscheinend doch stark. Und vielleicht lege ich auch mit den 98% schon wieder zu tief. Vielleicht sollte man auch ein bisschen spezifizieren, was rückgängig machen heißt. Weil es gibt ja den letzten Schritt, in dem die Sachen erst wieder in den Speicher hineingeschrieben werden. Und rückgängig machen heißt in diesem Fall einfach, ich schreibe es nicht zurück. Ich schmeiße einfach die Ergebnisse, die ich berechnet habe, weg. Flasche die Pipeline, mache sie leer und hole mir dann die richtigen Instruktionen nach. Also ich muss nicht nochmal auf den Speicher zugreifen und sagen, ja, das habe ich falsch gemacht. Genau, das auf gar keinen Fall. Auf den Speicher nicht zugreifen, aber in unserem Vier-Schritte-Modell ist das auf jeden Fall so, nur die letzte Teil der Pipeline flasht alles raus, aber es ist teilweise komplizierter in echter Hardware, wo dann schon vorher teilweise Sachen gesetzt werden, zum Beispiel Flex oder sonst was. Ist ein bisschen komplizierter, aber es ist nicht so kompliziert, dass wir irgendwie die ganze Welt rückgängig machen müssen. In der Zusammenfassung sagen wir, dass CPUs batshit crazy sind. Ja? Also es ist irgendwie, ich bin jedes Mal wieder erstaunt und ich lüge euch da nicht an, jedes Mal sitze ich da am Abend vorher mit einem offenen Mund vor Wikipedia. Ja, also irgendwie gibt es da so viele komische Sachen. Es gibt noch Store-Buffer, die genau Writes speichern. Also wenn man irgendwie einen Speicher schreibt, dann ist das teurer und den möchte man speichern. Es gibt diesen Instruction-Cache. Stellt euch mal vor, die Synchronisation zwischen den L1 und L2-Caches zwischen Kernen synchron zu halten. Ja, wenn ein Kern jetzt was ändert, was in seinem L1-Cache ist, das muss sich in den anderen Caches auch ändern. So was alles wird von der CPU gemacht. Und wie gesagt, dieser Branch Predictor. Ich merke, dass ich wieder zu langsam bin, aber das schaffen wir schon. Hallo Compiler, jetzt gucken wir uns den Compiler an und da machen wir wieder ein kleines Beispiel. Wo ist denn? Achso, ich glaube... Ja, okay, das ist egal, ich zeige das direkt hier. Also, wir haben das hier. Ich muss mal eben den richtigen Code suchen. Irgendwie bin ich gerade sehr verwirrt. Ah, so seht ihr ja schon alles. Verdammt. Egal. Das kommt alles weg. Und das geht jetzt hier rein. So, ihr kennt das Tool. Was wir jetzt hier machen, ist, wir probieren einige Sachen aus, was die CPU so erzeugt. Wir brauchen jetzt gar nicht so im Detail durchgehen, denn ihr wisst ja schon teilweise ein bisschen was die CPU macht. Was ist, wenn wir hier einfach nur 1 reinschreiben, diese Foo gibt 1 zurück, dann okay, wir sehen hier, da ist 1 drin, okay, alles klar. Wir wollen jetzt irgendwie die Summe von ein paar Zahlen zurückgeben und können das einfach so machen. Was kommt raus? Gut, rechnet die CPU halt aus. Ja, der Compiler. Richtig, der Compiler rechnet das aus. Und das kann man irgendwie auch beliebig machen. Der Compiler, dem ist das ziemlich egal. Gut, machen wir vielleicht was anderes. Wir wollen es ein bisschen komplizierter machen. Wir wollen nur die Zahlen, also das ist ein dummes Beispiel, aber wir wollen nur die Zahlen, die irgendwie kleiner sind als 129. Auch das rechnet er natürlich aus.
Das nennt sich eine Optimierung, oder die Optimierung nennt sich Constant Fold. Das heißt, der Compiler sieht, ich habe Konstanten, das kann ich jetzt auch schon ausrechnen, warum mache ich es nicht einfach? Ja, genau, machen wir auch einfach. So, was wollte ich jetzt nächstes machen? Was ich schon wieder vergessen habe, wenn wir irgendwie das so machen, das kommt aber raus, das habe ich falsch gemacht. Achso. Ignoriert das einfach. Ja? Das nennt sich Dead Code Elimination. Das heißt, wenn wir da Code haben, der überhaupt keine Auswirkung auf die Außenwelt hat, führen wir den auch nicht aus. Wir packen den nicht mal in die Executable. Okay, aber wir finden es jetzt aus, haben das schon ausprobiert. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir können hier diese tolle Funktion Blackbox benutzen. Das ist eine Funktion, die einen Wert vor dem Compiler versteckt. Blackbox nimmt einen Wert und gibt denselben Wert zurück. Ja, also überhaupt nichts Interessantes. Aber es hat die spezielle Eigenschaft, dass der Compiler nicht in die Blackbox reingucken kann. Der Compiler weiß nur, ich stecke da einen Wert rein. Den muss ich also berechnen, diesen Wert. Ich komme nicht drum rum. Vielleicht könnte den Blackbox dafür irgendwas Sinnvolles verwenden. Und es kommt ein Wert raus, den ich aber nicht vorher sagen kann. Es funktioniert aber nicht. Warum funktioniert das nicht? Das Zeichen am Anfang. Bitte? Und du hast das gleiche Zeichen ganz am Anfang vor der ersten Klammer vergessen. Vielen Dank. Ah, endlich. Endlich haben wir so eine Schleife da drin und solche Sachen. Ja, irgendwie haben wir schon mal gesehen, sowas in der Art. Jetzt wollen wir uns noch eine Sache angucken, und zwar... Ach nee, wir schreiben das direkt hier drin. Wir möchten uns eine Summe berechnen. Diese Summe geben wir am Ende zurück. Und wie machen wir das jetzt? Wir sagen einfach vor i in 0 bis 20 und jetzt sind wir schon schlau und sagen sum plus gleich blackbox i. Das heißt, der Compiler kann jetzt auch das wieder nicht optimieren, sonst wird er das jetzt wieder constant folden, sondern er muss wirklich gucken, irgendwie, wir geben das eh in diese Blackbox rein, was die Blackbox jetzt damit macht, weiß er nicht, also muss das irgendwie kompiliert werden. Aber, was ist das denn hier? Was denkt ihr, was hier passiert ist? Wir sehen hier eigentlich immer nur Add und Mof Instruktionen. Was denkt ihr? Ja? Ja, der entfernt die Schleife und packt sozusagen die Anweisung hintereinander. Ganz genau. Diese Optimierung nennt sich Loop Unrolling. Das heißt, wenn wir irgendwie eine Schleife haben, die konstant oft durchläuft, dann kann man die einfach hintereinander schreiben. Dann spart man sich diese doofen Jumps. Ja, ist viel besser. Genau, und das lasse ich mal hierbei. Compiler-Optimierung. Da kann man auch nochmal sehen, da gibt es irgendwie super viele Optimierungen. Zum Beispiel Loop Unrolling habe ich gerade angesprochen. Es gibt auch Partial Loop Unrolling. Das heißt, wenn wir wissen, die Schleife läuft auf jeden Fall 4x mal durch, dann können wir 4 Schleifeniterationen hintereinander packen. Sowas in der Art. Constant Fold hatten wir besprochen. Loop Nest Optimization, das ist auch noch sehr interessant. Es gibt dieses bekannte Beispiel von Matrix-Multiplikationen. Da läuft man ja durch 2 Matrizen durch, die irgendwie, eine läuft man spaltenweise durch, eine zeilenweise. Und da kommt es sehr darauf an, bei großen Matrizen, wie man da durchläuft. Wegen dieser Cache-Friendliness. Wenn ich durch beide Matrizen irgendwie Cache-Unfriendly laufe oder in der Ergebnismatrix zum Beispiel immer rumspringe, dann ist das schlecht. Und Loop-Nest-Optimization schafft es jetzt, dass es Schleifen irgendwie vertauscht, also innere und äußere Schleifen vertauscht, sodass es Cache irgendwie freundlicher für den Cache ist. Das ist sehr interessant, was da noch passiert. Inlining haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, aber haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Inlining kompiliert irgendwie die Definition einer Funktion an die Stelle des Aufrufs. Dann sparen wir uns den Jump, dann sparen wir uns diese ganzen Stack-Geschichten, wo wir erst den Stack-Pointer pushen müssen oder solche Sachen. Ja, also das wollen wir irgendwie nicht, deswegen betreiben wir Inlining. Das ist mit einer der wichtigsten Optimierungen beim Compiler. Dann gibt es Common Sub-Expression Elimination, wo wir mehrere berechnen, die wir an 2 Stellen machen, nur einmal berechnen. Es gibt Dead Code Elimination, was wir schon besprochen haben. Und hier noch ein praktisches Beispiel. Und zwar ging es einmal darum, die binäre Suche vom Rust-Compiler zu optimieren. Rust testet ja bei jedem Array-Zugriff, ob das in den Bounds liegt, also ob das zulässig ist. Wenn es das nicht machen würde, können wir auf irgendwelchen falschen Speicher zugreifen. Wie ist das bei binärer Suche? Wir haben jetzt irgendwie Start- und Endpunkt und dann gehen wir immer in die Mitte. Also irgendwie immer in die Mitte von 2 Indizes, von denen wir schon wissen, dass sie gültig sind. Das heißt, eigentlich müssten wir diese Bound-Checks in der Mitte gar nicht mehr machen.
hat sich auch jemand gedacht, ein schlauer Programmierer, und hat dann extra diese Bound-Checks ausgebaut mit Unsafe Code. Unsafe Code möchte man ungern hinzufügen, denn das muss man irgendwie sich mehr Gedanken drüber machen. Also kam ein anderer daher und hat gesagt, das machen wir anders. Ich gehe zu LLVM. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass worauf Rust auch basiert, der Optimierer LLVM, richtig gut, und Optimierer LLVM, sodass LLVM diese Optimierung einbaut. Und jetzt weiß LLVM irgendwie, wenn ich zwei Indizes habe, von denen die gültig sind, dann weiß ich, dass die auf jeden Fall, ne, LLVM weiß was anderes. LLVM weiß, wenn ich zwei Zahlen habe und davon irgendwie die addiere und durch zwei teile, dann bin ich in der Mitte. Ja, das heißt, die Zahl, die da rauskommt, ist größer gleich die erste Zahl und kleiner gleich die größere Zahl. Und so können wir die ganzen Bound-Checks eliminieren, nur durch LLVM, ohne Unsafe-Code einzubauen. Und da gibt es deutlich mehr noch. Das ist der Wikipedia-Kategorienartikel. Ja, 60 unterschiedliche Seiten gibt es nur in dieser Kategorie von Wikipedia. Und wenn man da mal drüber scrollt, die Namen sind einfach nur unglaublich, was da alles passiert im Compiler. Das ist verrückt. Also auch Compiler sind batshit crazy. Ja. Worauf sich Compiler und CPU einigen ist, auf gar keinen Fall den Code ausführen, der Nutzer geschrieben hat. Ja? Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das, was der Nutzer geschrieben hat, das will der bestimmt nicht ausführen. Wir führen irgendwas aus, was dieselben Auswirkungen auf die Welt hat, aber schneller läuft. Die CPU ordnet alles um, verändert alles. Man erkennt seinen Code überhaupt nicht mehr, wenn die optimiert. Entschuldigung, der Compiler. Aber auch die CPU ordnet dann noch Instruktionen um, so dass Caches besser genutzt werden, dass irgendwelche Pipelines mehr voller sind. Das ist unglaublich. Also wenn man sich wirklich anguckt, was am Ende ausgeführt wird, dann würde sein Code nie wieder erkennen. Niemals. Das ist etwas, was immer wieder erstaunt. Das ist wichtig zu begreifen und diese Speichergeschichte. Jetzt gehen wir noch ganz kurz auf langsame versus schnelle Sprachen ein, wo ihr aber schon ein bisschen kennt. Die wichtige Erkenntnis ist hier, dass Low-Level-Sprache nicht äquivalent zu schnell ist. Ja, das ist irgendwie auch etwas, was viele Leute denken, aber was nicht der Fall ist. Man denkt immer, wenn ich schnell schreiben möchte, dann muss ich so hässliches C schreiben. Hässliches C, da muss ich mir mit ganz vielen rumkämpfen. Und immer wenn ich was schnell schreiben möchte, muss ich mehr Code schreiben, weil C hat nicht so tolle Abstraktionen wie in Ruby oder so. Ja? Also das ist irgendwie schlecht. Aber das ist eben falsch. Ja? Entweder geben wir dem Programmierer viel Kontrolle, dann kann der Programmierer nämlich schlau sein. Das ist, was C macht, zum Beispiel. Oder Assembly natürlich noch viel stärker. Wenn der Programmierer schlau sein kann, dann kann er natürlich schnelle Programme schreiben. Dumm ist nur, dass die CPUs heute so kompliziert geworden sind, dass der Programmierer kaum noch alles im Kopf haben kann. Und wirklich CPUs höchst performant zu schreiben, da gibt es irgendwie eine Handvoll Programmierer auf der Welt so ungefähr. Die andere Möglichkeit ist, dass man den Programmierer einschränkt. Dann kann der Compiler nämlich schlau sein. In C kann man nicht ganz so viel optimieren, weil der Compiler nicht sehr viel weiß, nicht sehr viel semantische Informationen hat. Wenn ich nur schreibe, Zahlen von 1 bis 20 Summe, dann hat der Compiler sehr viele Möglichkeiten, dazu optimieren, wie er möchte. Ich habe nicht gesagt, dass das in der Schleife laufen soll. Der Compiler kann einfach mir nur die Summe geben und darf dann selber entscheiden, wie er es macht. Zum Beispiel. Rust ist hier in der Mitte. Also oben ist wie gesagt C, unten sind andere Sprachen, Haskell geht so ein bisschen in die Richtung. Aber es gibt dann noch andere Sprachen, die noch mehr einschränken. Rust ist in der Mitte. Wir können in Rust, wenn wir wollen, mit Unsafe und Assembly, sogar Inline Assembly in Rust, die komplette Kontrolle übernehmen. Aber wir möchten in fast allen Fällen uns ein bisschen einschränken, indem wir einfach nur unsere semantischen Informationen dahin schreiben und der Compiler kann dann schlau sein. Das sind die beiden Richtungen, die man gehen kann. Und warum sind jetzt Sprachen langsam? Aus diesen drei Hauptgründen irgendwie, zum Beispiel, weil man alles auf dem Heap speichert, weil man Dynamic Dispatch ausführt und weil man ein dynamisches Typsystem hat. Wobei von oben nach unten das immer schlechter wird. Reden wir ganz kurz über die drei. Der Heap. Das sind Stack und Heap. Was meint er? Wie sieht das mit einem Stack aus und Cache-Freundlichkeit? Ja? So die letzten Sachen, die halt auf dem Stack sind, die kann man ja dann in den Cache packen und dann ist das alles sehr. Genau, wir greifen quasi immer auf den Stack zu. Das heißt, die obere Spitze vom Stack ist quasi immer ein L1-Cache. Das heißt, der ist dicht gepackt und deswegen. Hot. Wir sagen einfach, der ist fast immer ein Cache, deswegen ist dieser Stack eigentlich immer hot. Zugriffe auf den Stack sind auf den oberen Teil des Stacks sind fast immer irgendwie im Cache direkt drin.
Und deswegen ist er sehr schnell. Unter anderem auch, weil wir nur wenig Aufwand haben, um da was draufzulegen. Der Heap auf der anderen Seite, haben wir schon gesehen, der ist sehr stark verteilt, irgendwie im Speicher, und ist deswegen fast immer cold. Das heißt, wenn wir auf etwas zugreifen im Heap, wo wir vorher nicht drauf zugegriffen haben, ist das quasi immer kalt, der Speicher. Und wir müssen nochmal neu aus dem Speicher laden. Das ist schlecht. Ja? Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass wenn wir auf dem Heap was allokieren wollen, dass wir jedes Mal das Betriebssystem triggern wollen, dass wir jedes Mal... Ja, genau. Richtig. Und genau, jedes Mal, wenn wir auf dem Heap allokieren, wie hier gerade gesagt wurde, ist es nochmal teuer. Genau. Manchmal ist der Heap natürlich notwendig, irgendwie haben wir auch schon gesehen, für dynamisch große Sachen. Aber Java zum Beispiel speichert fast alles auf dem Heap. Das ist schlecht, gewissermaßen. Bei Java ist noch das Problem mit der JVM, die noch vieles ausbügelt. Das sehen wir, glaube ich, gleich noch. Dann haben wir Dynamic Dispatch. Was heißt das jetzt nochmal? Das ist dieses dynamische Binden in Java. Das heißt, wir können das mit VTable realisieren. Falls ihr euch gerade erinnert, ja. Das heißt, wir laden eine dynamische Speicheradresse, wo wir hinspringen, aus dem Speicher selber. Das heißt, wir haben erstmal einen iCache-Miss, weil wir nicht vorhersehen können, wo wir hinspringen werden, wenn wir diese Adresse geladen haben. Ja, ob wir jetzt die Implementation von Dog, Cat oder irgendeinem anderen Tier aufrufen können, können wir nicht vorhersehen. Wir müssen die Adresse aus dem Speicher laden. Das heißt, wir können müssen die nächste Instruktion auf jeden Fall erstmal aus dem Speicher laden. Das ist schlecht. Die ganze Pipeline kommt zum Stehen, denn wir können es nicht vorhersagen und überhaupt nicht sagen, welche Instruktionen wir vielleicht schon mal vorher ausführen können, aus Spaß. Und insbesondere ist auch Inlining überhaupt nicht möglich für den Compiler, denn er weiß nicht, was er da reinfügen soll. Das sind so die drei Hauptgründe, warum Dynamic Dispatch richtig schlecht ist. Da gibt es eine Optimierung, die nennt sich De-Virtualization. Die wird insbesondere von C++-Compilern betrieben, denn in C++ haben wir auch oft virtuelle Methodenaufrufe. Das sind solche Dynamic Dispatch-Sachen. Und insbesondere die JVM ist sehr gut darin, diese De-Virtualization zur Laufzeit auszuführen. Das macht die JVM so besonders. Java-Code läuft meist noch schneller, als man erwarten würde, weil die JVM zur Laufzeit so viel verwaltet und irgendwie schon noch schlauer ist als die CPU und irgendwie sagen kann, okay, dieser Aufruf ist zum Beispiel immer die Katze oder sonst was, und die JVM kann dann auch Sachen ganz gut umordnen. Das heißt, wenn die eigentlich auf dem Heap gespeichert werden, die Sachen, kann die JVM sagen, okay, aber ich kann jetzt für so einen Memory-Pool anlegen, dass doch die ganzen Objekte nah beieinander liegen. Also die JVM macht da sehr viel. Trotzdem ist Java immer noch ein bisschen eingeschränkt dadurch. Und Java ohne JVM könnte überhaupt nicht funktionieren. Im Übrigen auch ein Grund, warum JRuby, eine Implementation von Ruby, mit der JVM deutlich schneller ist als das normale Ruby, was in C geschrieben ist und dann Ruby-Code interpretiert. Weil Ruby auch sehr, sehr viel Dynamic Dispatch hat und sehr, sehr viel auf dem Heap speichert. Da die JVM so gut ist und schon sehr, sehr viel Forschung da reingeflossen ist, ist das schneller, so Ruby-Code auszuführen. Zuletzt das dynamische Typsystem. Das kennen wir von Python oder Ruby. Ja? Das Problem hierbei ist, dass wir nicht wissen, was wir auf dem Heap erwarten können. Jeder Typ muss erstmal auf dem Heap gespeichert werden, denn jeder Typ könnte alles sein. Das heißt, es ist quasi unsized, dieser Typ. Wir müssen es auf dem Heap speichern. Und wir wissen dann noch nicht mal, was es ist. Ja, bei statisch typisierten Sprachen wissen wir wenigstens, da können wir jetzt einen String erwarten auf dem Heap oder sowas. Hier haben wir keine Ahnung. Wir können bei Python in jeder Variable irgendwie einen Integer speichern oder einen String oder irgendwas anderes. Das heißt, also das habe ich gerade gesagt, und bei jeder Operation, die Python jetzt ausführen muss, muss erstmal geguckt werden, was für ein Typ ist das einfach. Während wenn wir zwei Zahlen addieren, wir einfach nur eine Add-Instruction dahin schreiben, hat Python mehr Code dabei und sagt irgendwie, okay, ist das überhaupt das richtige Byte für Integer? Kann ich den überhaupt addieren? Wenn nein, springe irgendwie zu irgendeinem, schmeiß eine Exception oder sonst was. Sowas in der Art. Ja, das heißt, wir haben deutlich mehr Code für einfache Sachen. Natürlich optimiert hier auch Python, aber vom Grundsatz her ist das auch der Grund dafür, dass es so langsam ist. Weil wir immer dynamisch gucken müssen, was ist eigentlich auf dem Heap. Ja, deswegen sind einige Sprachen langsam und einige andere schnell. Und bei Rust haben wir keine offensichtliche Einschränkung in diesem Sinne. Ja, wir haben keine Einschränkung, was sowas angeht. Wir sind schon am Ende. Und zwar, Nummer 1 nochmal, ja, wir wollen, das ist wichtig, ich wiederhole es deswegen nochmal, wir wollen erst programmieren und dann messen und dann optimieren. Also erstmal nur die Korrektheit versichern und erstmal nur sein Programm schreiben. Vielleicht mit ein bisschen asymptotischer
Komplexität im Hintergrund, aber sonst nicht. Und dann von Makro zur Mikrooptimierung gehen. Dann wollen wir an die CPU denken, und zwar hauptsächlich daran, dass wir irgendwie kompakte Datenstrukturen benutzen und regelmäßige lineare Speicherzugriffe haben möchten. Das muss man einfach nur im Hinterkopf behalten. Das ist so das Wichtigste, was man verbessern kann an seiner Applikation. Man hat irgendwie was, wo man cache-unfriendly ist, weil man zu viele Sachen auf dem Heap speichert oder weil man eine Linked List benutzt. Das zu ändern, wird schon sehr, sehr viel bringen. Und dann denkt man noch an den Compiler, denn der Compiler, der macht eben schon sehr viel für einen. Niemand muss sich jetzt mehr Gedanken machen, dass er so Konstanten nicht addieren kann im Quellcode. Stellt euch vor, ihr macht irgendwas mit CSS und wollt ein paar Breiten aufaddieren, irgendwie Margin plus Border und plus Padding sind irgendwie so drei Zahlen, und wenn ihr die jetzt im Quellcode hinschreiben wollt, schreibt ihr 3 plus 7 plus 8 und ihr braucht jetzt nicht mehr das Ergebnis hinzuschreiben, denn ihr wisst, natürlich kann der Compiler das optimieren. Bei solchen Sachen müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass der Compiler da nicht euch hilft. Ja? Also ihr könnt euch erstmal nur zurücklehnen und nur programmieren und sagen, der Compiler macht alles für mich. Der Sinn ist nur, dass wir uns später noch den Assembly angucken können, um zu gucken, was hat der Compiler tatsächlich gemacht. Deswegen ist es auch so wichtig, Assembly lesen zu können zumindest. Um zu sehen, ach, der Compiler hat das tatsächlich nicht ganz begriffen. Dann muss ich hier vielleicht noch eben ein bisschen aushelfen. Aber das machen wir sowieso nur in kleinen, heißen Schleifen, die irgendwie oft ausgeführt werden. Ja, wenn wir uns an das alles halten und dann irgendwie noch ein bisschen mehr darüber lernen, dann können wir es schaffen, dass unser Programm dann ganz schnell läuft. Süß. Gibt's Fragen? Okay, dann sehen wir uns am Montag. Ja, genau, und dann noch viel Spaß beim Projekt.